Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen jetzt mit der KSUA und so wie es in den letzten Spielen lief, haben wir immer einmal gewonnen, einmal verloren. Wir müssten jetzt eigentlich wieder gewinnen, aber ich möchte natürlich beide Spiele in dieser Folge gewinnen. Auch mit der Bundesliga. Wir haben jetzt Pulisic wieder reingenommen, vielleicht hilft das ja schon. Ribéry hat leider auch abgebaut, fühlt sich zwar geil an. Bei Ribéry ist es leider nicht mehr so wie bei FIFA 17, dass der halt ein Tor nach dem anderen macht, obwohl er keine guten Abschlusswerte hat. Ich finde schon, dass man in den ein oder anderen, in der einen oder anderen Situation gemerkt hat, dass Ribéry da der Abschluss fehlt. Krass, er hat einfach mal De Gea gezogen als Foot Champion. Also das ist natürlich richtig krass. Oh, Mertens im Sturm. Na, auch wenn ich vielleicht nicht so gut mit Mertens zurechtkomme. Ich habe halt immer Probleme, ihn zu verteidigen. Oh, er stellt auch um. 4-1-2, 1-2. Entweder hat er das jetzt schon umgestellt. Nee, das war ja seine Anfangsformation. Also ich finde. Nee, das macht keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, ich finde, man sollte das so machen, dass wenn man eine Formation spielt und die im Spiel umstellt, dass die Chemie dann kaputt geht. Aber das ist dumm. Ich meine, es muss einfach taktisch möglich sein, Formation zu ändern. Vielleicht könnte man einführen, dass man eine Formation erst in der zweiten Halbzeit oder sowas ändern kann, damit die Leute halt nicht ihre komischen Hybrids bauen können und dann irgendwelche Formationen verwenden, nur um grüne Linien zu generieren, ohne dass sie die wirklich spielen wollen und dann immer direkt umstellen. Das weiß ich nicht. Könnte vielleicht Sinn machen, wenn man da irgendwie so ein Zeitlimit reinmacht. Dass die Leute halt wirklich das Team bauen, was sie dann auch spielen. Oder die Formation, besser gesagt, die sie dann auch spielen. Schade. Aber war meiner Meinung nach auch wieder das Problem, kein Körper. Boah, ich habe direkt auf Passen gedrückt, aber macht nichts, weil in dem Fall Benatia. Der jetzt zwar nicht wirklich oft positiv auffällt, aber auch noch kein einziges Mal negativ und halt schon positive Aspekte hatte. Definitiv. Genau das will ich decken. Da hat er erst Glück, dass der Ball durchkommt und dann haben wir Glück, dass er so einen läppischen Schuss raushaut. Getunnelt, kein verdientes Tor, aber egal. Die Weg läuft echt scheiße. Ich muss auch zugeben, dass ich, wie gesagt, nicht mein maximales Spiel raushole. Aber wir haben echt ultra viel Pech in der Weekend League. Das ist krass. Ich meine, wir hatten jetzt auch schon ein, zwei Gegner, die absolut verdient als bessere gewonnen haben. Auf den wollte ich gar nicht passen. Aber. Egal, ich meine, es ist ein 1-0, spielt eh keine Rolle in FIFA 18. Brauche mich nicht aufregen. Schade. Klappt aber auch gerade nichts, was ich will. Natürlich macht er dann ein Tor, wenn ja keiner rangeht oder so. Fuck, Mann, was ist denn hier los? Dann immer noch sein Spast-Ronaldo-Jubel. Ich weiß noch nicht mal, ob die Formation von mir funktioniert oder nicht, weil er einfach ein Lackertor nach dem anderen schießt. Ich bin mit dem Gedanken nach der Aufnahme aufzuhören und die restlichen am Sonntag zu machen, weil ich glaube ich gleich angepisst bin, so wie das hier läuft. Aber egal, es sind zwei Tore, come on. Schwacher Pass, den hat er aber auch direkt genommen, deswegen hat er den so schlecht gespielt. Ich musste aber machen, weil Mertens einfach wunderschön gelaufen ist.
Oh, Junge, 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 Junge. Eieieiei, das ist unglaublich. Wie die Pässe da durchgehen. Jetzt gehe ich nochmal aufs 4-1-2-1-2. Nein, ich breche das nicht ab, auch wenn der Gegner das denkt. Ich sage jetzt nichts mehr, keinen Bock mehr zu reden. Bis das Spiel vorbei ist. Aber ich werde eh wieder irgendwann was sagen. Vielleicht, wenn ich ein Tor schieße. Idiot. Ach, okay, also ab sofort, sobald ich 2-0 hinten liege, egal wann die zwei Tore gefallen sind, egal was passiert ist, ich stelle ab sofort immer aufs 4-1-2-1-2. Es läuft so viel besser gegen den Spieler. So bitter, dass ich da jetzt schon 3-0 hinten liege. Wir hatten jetzt schon zwei Riesenchancen, die eigentlich ein Tor sein müssen. Auch wieder eine krasse Parade vom Torhüter. Come on. Ist auf jeden Fall, also wenn es so weitergeht, sind ja noch drei Tore drin für mich. Come on, es wird Zeit, dass wir mal einen 3-0-Rückstand aufholen und das Spiel noch drehen. Es ist absolut möglich in FIFA 18. Abseits, aber Beni hätte ihn auch gehabt.
Was? Ah, antizipiert er leider gut und macht es dann hier wieder schlecht. Kann er natürlich trotzdem noch den Ball. Er rennt teilweise so schlecht und dumm auf den Spieler drauf, der den Ball hat. Das ist unglaublich. Gegen so jemanden 3-0 hinten zu liegen. Aber es waren auch meiner Meinung nach drei ziemlich glückliche Tore. Schade. Doppelt schade. Und schon wieder nice. Oh, er hat eine Abschlusschance in dem beschissenen. Ach komm. Eine Abschlusschance in der zweiten Hälfte und macht das natürlich. Ich habe zwei Riesenchancen, viel besser als die, die er gerade hatte. Macht natürlich nichts rein. Ey, das ist so ein unverdientes. Wie gesagt, wir haben echt so viel Pech teilweise in dieser Weekend League. Egal, ich bin jetzt wieder ruhig. Gegner hat sich verdient, dass man über ihn redet. Oh ey, das war doch nur sauber rausgeklärt. Das hat man doch nur gesehen, wie er das macht. Scheiße, da habe ich zu lange rumgeeiert, hätte ich schon eher mal schießen können oder so. Nice luck. Nice luck. Wenn ich jetzt das Bundesliga-Spiel, weil ich jetzt nach der Aufnahme mache, auch verliere, dann werde ich definitiv keine weitere Aufnahme jetzt an dem Samstag machen. Wären dann drei Niederlagen in Folge. Die Grätsche musste man machen, das wäre ja relativ allein aufs Tor zu. Eher passen. Schön, wie da mein Spieler stehen bleibt.
Ich mache einen normalen Pass, er spielt wieder einen beschissenen Laufpass. Schönes Tor von Mertens, das war auch ein schwieriges Tor. Auch nicht abgefälscht, ich dachte, er wäre abgefälscht gewesen. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Toll, jetzt schießen wir zwei Tore. Wie gesagt, wir hatten riesige Chancen und hätten da locker das ja auf ein 3-2 stellen können. Anfang der zweiten Hälfte. Schade. Und wie gesagt, ich bin noch weiter der Meinung, es ist kein verdienter Sieg für den Gegner. Die 4 Tore waren einfach alle glücklich in irgendeiner Form. Goal for the visitors. Number 5, Fawzi Koulibaly. Was? Was? Das ist doch keine rote Karte, was ist denn hier los? Schon im letzten Spiel bei Khedira. Ah, jetzt gibt's noch einen Elfmeter, was soll's. Naja, dann gucken wir mal, wie das Bundesligaspiel läuft. Ich hoffe besser. Jetzt mit Pulisic wieder drin. Aber immerhin merkt Mertens mindestens einen Scorerpunkt. Oh, er hat auch eine Vorlage, also 2 Scorerpunkte Mertens. Und das in dem Spiel, wo wir verlieren. Also er kommt langsam in die Gänge. Zumal das Tor, was er gemacht hat, war halt auch wirklich schwer. 8 Scorerpunkte in 6 Spielen. Nicht schlecht. Hab natürlich wieder vergessen, die Manager mit zu kaufen für die besseren Verträge. Oder als für mehr Verträge. Für mehr Spiele bei den Verträgen, so ist richtig. Okay. Wenn ich jetzt gewinnen sollte mit der Bundesliga, mache ich vielleicht sogar noch eine Aufnahme. Dann habe ich, glaube ich. Wie viele haben wir jetzt noch? 13. Na, wenn ich noch eine Aufnahme mache, haben wir noch 10 am Sonntag, aber 12 ist auch okay. Ach, ich entscheide das. Also wenn ich verliere, mache ich auf jeden Fall keine Aufnahme mehr am Samstag. Wenn ich gewinne, mache ich es dann davon abhängig, wie ich Bock habe. Ach, ein Sieg wäre jetzt echt wichtig, Mann. Also ich will nicht am Ende noch Angst haben müssen, Gold 1, Gold 3 nicht erreichen zu können. Bundesliga, auch Werner am Sturm, als rechten Stürmer Origi, aber das ist, denke ich, auch eine passendere Position für Origi. Und Reus als linken Stürmer, das ist leider ein sehr ekliger Angriff, den er da spielt. Hoffen wir mal, dass er nicht ganz so gut ist. Ich meine, wir haben jetzt 2 Spiele in Folge, glaube ich, verloren. Zum Foul.
Pass auf, Pulisic wird jetzt direkt wieder im ersten Spiel durchdrehen. Ich sehe das schon kommen, wie es halt immer so ist. Oh, gute Vorlage von Pulisic. Schmelzer! Der sich einfach überrennen lässt und die macht dann so eine merkwürdige Flanke. Warum bleibt denn Werner nicht stehen? Ich dachte, er bleibt im Rückraum stehen und ich kann ihn anpassen. Dann ist er halt weitergerannt wie so ein Berserker. Macht er halt einen Laufpass statt einen normalen Pass draus. Ja, war blöd. Schön gemacht mit Bender. Einspielstation zugestellt und dadurch dann halt direkt den Baller kämpft. Ja, Foul an Pulisic, okay. Schade. Schade, den Pass hätte ich nicht spielen dürfen. Aber Werner schon zu. Kommt gerade viele zweite Bälle, finde ich. Noch Abschluss, macht der Linke. Es war doch kein schwerer. Was? Warum verkackt er denn da die Annahme? Warum macht er denn da so eine dumme Grätsche? Wird Ribéry leider blockiert von ja, Kimmich. Schöner Schuss. Ich glaube, Maestro hatten wir Pulisic gegeben als Champions League Style, deswegen hat er auch Distanzschuss. Schade. Süle. Oh, Freunde. Was will ich denn mit Süle? Sehr gut. Natürlich so. Nicht unbedingt der Spieler, mit dem ich da über außen gehen will. Schmelzer auf der Seite. Was ist denn jetzt los? Schöner Schuss. Leider zu zentral. Das ist mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Da haben wir Glück. Schlecht, schlecht von mir. War mein Fehler, wenn es ein Tor fressen ist, mein Fehler. Okay, jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich eigentlich den Ball.
den wollte ich nicht spielen. Das war dumm von mir. Mache aber auch gerade viele Fehlpässe, das ist scheiße. Dribbelt. Oh, gut gesehen. Habe ich auch gesehen, aber zu spät. Oh, trifft das leere Tor nicht. Krass. Also jetzt müsste eigentlich 1-0 für den Gegner spielen. Beste Chance im Spiel. Hab 100 Mal auf Passen gedrückt. Ginter hätte ich ja wahrscheinlich zum Kopfball einsetzen können. Er versucht den Ball halt lieber anzunehmen. Gut gespielt. Ja. Aber sorry, das Tor ist nicht verdient. Im Sinne von, Ginter muss einfach nur mit dem Kopfball den scheiß Ball rausklären. Oh Mann, ich sehe echt das Spiel auch noch verlieren. Es läuft kacke, aber ich mache ja auch immer wieder Fehler im Spiel nach vorne. Also meine Pässe sind teilweise dumm. Also ich habe einfach schlechte Ideen zurzeit. Trotzdem auch das wieder ein Tor, wo ich einfach sage, Ginter muss halt den Kopfball machen. Er nimmt den Ball halt an, statt den Kopfball zu machen, den ich ihm eingebe. Was soll ich da machen? Dadurch kommt ja erst diese Torschance zustande. Egal, wir drehen das Spiel jetzt einfach. Ich es hasse zu verlieren, ey. Arangis, eigentlich überragende Passwerte. Haut hier einen totalen Dreckspass raus. Und, boah, ey, dieser beschissene Arangis-Pass schafft dann erst die Vorlage quasi, dass Werner hier so beschissen kontern kann. Drecks-Pace-Tor. Aber wie gesagt, ist einfach nur die Schuld von Arangis. Ich gehe wieder aufs 4-1-2-1-2. Weil sich Arangis nicht mehr im Griff hat. Mann. Ach so, wen nehme ich denn jetzt als Stürmer? Wahrscheinlich Ribéry, oder? Ich sag nichts mehr. Immerhin gut gespielt, schönes Anschlusstor mit Arangis und Werner. Irgendwie spielen die immer zusammen, wird auch nicht, die mögen sie anscheinend. So, jetzt machen wir noch den Ausgleich, dann drehen wir das Spiel. Fuck, Bender. Schade, kein Elfmeter. Oh, Reus hat keinen Körper. Dreckspass. Glück gehabt.
Schlecht gespielt. Ach so, ich wollte eigentlich mal reden, konzentrieren. Schön mit Süle, leider dann nur uns aus. Aber wir können es immerhin wechseln. Das macht auch Sinn, weil repariert sich der beste Stürmer ist. Oh, bin ich denn blöd? Anscheinend. Ich versuche es aber teilweise auch schon wieder zu sehr zu erzwingen. Dadurch ich halt einfach mein spielerisches Können nicht wirklich ausspiele. Das da zum Beispiel mit Arangis, schön das 2-2. Ich glaube, El Yunusi oder Alessandrini, einer von beiden, hat die Vorlage gespielt. Eyonussi war es, glaube ich. Sehr gut, jetzt drehen wir das Spiel noch. Werner mit dem 3-2 in der 80. Come on, Baby. Die Bundesliga, die zieht er dann doch immer wieder. Nice. Schönes Tor, schwieriges Tor. Ah, das steigert zumindest die Lust auf noch eine Aufnahme. Sehr geil. Das wäre ein wichtiger Sieg, Mann. Drei Niederlagen in Folge ist heftig. Oder wäre heftig. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt ein schönes Zeitspiel, aber... Ja, Tolisso macht alles richtig, holt sich den Ball wieder. Oh, zum Glück, es war auch kein Foul. Scheiße, zugedeckt. Wahrscheinlich, weil er jetzt sehr offensiv spielt. Er nicht so richtig ab wenig spielen soll.
Ja, das war perfekt. Nice luck. Neunzigste, 2 Minuten Nachspielzeit, come on. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich denke, es ist nicht wirklich ganz verdient, der Sieg für uns. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall gerechter, aber ich freue mich natürlich trotzdem. Zweimal Rangis, Werner, Vorlagen, zweimal El Yunusi, eieiei. Und Werner hat wieder 3 Scorerpunkte im Spiel, nice. Ich glaube, ich mache noch eine Aufnahme, einfach weil ich am Sonntag nur noch 10 Spiele machen möchte. Von daher, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö. Ach, 7 Siege, ist das peinlich, ey.